Und damit hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, und begrüße euch ganz herzlich und freue mich natürlich, dass ihr wieder einschaltet hier zu einer neuen Lotus-Folge. Leider muss man sagen, aber auch eher eine traurige Folge, denn ja, wir sind unterwegs in München und hier knallt es wohl gerade so ziemlich. Denn ja, die Fans der Community und alles ringsrum sind von diesem ganzen Addon persönlich nicht so begeistert, was man ja natürlich auch in den letzten Livestream zum Beispiel sehen konnte, dass die Performance hier in München natürlich jetzt nicht die beste ist, aber auch schon in den vergangenen Folgen, wo wir die Tram München natürlich gezeigt haben, leider nicht so geil ist. Jetzt gibt es ein Repaint und das möchte ich euch heute vorstellen, was eigentlich ein bisschen schon sehr, sehr schade ist. Und zwar ist es, ja, sieht das Ganze so aus. Ja, also hier sehen wir natürlich schon das Atomzeichen. Und wenn wir uns das Ganze mal jetzt hier mal so ein bisschen an die Seite schauen, sehen wir hier zumindest schon mal View-Schrott. Mit den entsprechenden Farben, mit den Bildern, mit der Atombombe. Und ja, hier hat ein Künstler ein Repaint erschaffen, das Ganze in Steam Workshop hochgeladen mit der Antwort, wenn ihr keine Repaints machen könnt, dann muss es halt sowas sein. Und dementsprechend wollten wir euch das hier heute mal zeigen. Denn die Stimmung hier rund um Tram München, die ist so wirklich sehr, sehr gedämpft. Wir hatten ja jetzt in den letzten Folgen ja zumindest schon mal darüber berichtet und auch in der News-Folge, dass es ja so gerade auch rund um den Multiplayer da ein paar Probleme gab. Wir sind Tram München im Multiplayer gefahren und auch hier hat sich natürlich abgezeichnet, dass die Performance halt nicht so genial ist. Viele fragen sich, warum ist das so? Wir werden mal ein ganz kurzes Stück fahren, würde ich heute sagen, hier mit dem Repaint von View-Schrott. Und wenn wir mal gucken, woran es denn eigentlich liegt, warum die Performance denn hier auf dieser Karte jetzt nicht so genial ist. Ich meine, ich muss sagen, ich bin halt auch ein Map-Ersteller gewesen oder immer noch. Und zwar mit der Karte Straßenbahn Forsthausen hatte auch ich meine Probleme gehabt, die Performance hochzuhalten. Das liegt halt einfach daran, weil man möchte halt die Karte so schön wie möglich gestalten mit jedem kleinen Extra, was es hier gibt und was man so tun kann mit jedem kleinen Ampelmast, mit jedem kleinen Verkehrsschild und so weiter und so fort. Aber das ist alles halt nicht wirklich umsetzbar, wenn die Performance natürlich von der Basic noch nicht so ganz stimmt. Und die Basic ist ja hier nochmal Lotus. Lotus ist natürlich noch in der Early Access, weswegen ja auch das Addon hier im Early Access ist. Ist natürlich ja auch schon mittlerweile bekannt oder sowas, aber trotzdem laufen tatsächlich Modkarte deutlich besser als Tram München. Straßenbahn Forsthausen, ja, zum Release war damals auch schon heftig gewesen in der Performance, aber da konnten wir noch ein bisschen Frames immer so rausholen, wenn wir natürlich dann noch ein bisschen optimiert haben und alles was. Und jetzt ist es mittlerweile so, dass der Joe das Ganze übernommen hat und da jetzt richtig auch so ein bisschen auf die Performance geht. Und ja, wir wollen, wie gesagt, mal kurz gucken, was man hier besser machen könnte. Wir nehmen uns jetzt mal einen Schlüssel, rüsten jetzt erstmal das Ganze auf hier. Und dann schauen wir mal. So. Und dann geht's auf. Wir haben natürlich auch bereits schon mit mehreren Leuten gesprochen, so über Tram München. Es ist jetzt nicht so, dass jetzt jeder dieses Update hasst oder sowas. 5180, also Tram München. Aber es ist halt von der Performance her, macht es halt wenig Spaß, damit halt irgendwie lang zu fahren. Irgendwie so 2701, Sendlinger Tor. Somit haben wir jetzt alles. Wir sind soweit startklar. Es wird natürlich noch mehr berichtet halt von fehlenden Sachen, zum Beispiel, die hier so ein bisschen fehlen. Zum Beispiel, was mir jetzt so ein bisschen auffällt, gerade jetzt mal so beim Rüberschauen, ja, es fehlen natürlich die ganzen Straßenschilder oder sowas, aber auch hier muss man halt sagen, es ist halt noch alles Early Access, da kann natürlich einiges kommen. Ich weiß nicht, woran es hier so hundertprozentig liegt, warum die Performance nicht mitmacht. Ich meine, ich hatte das in den Livestreams schon mal angesprochen, die Bäume zum Beispiel. Ja, man kann natürlich bei den Bäumen relativ viel rausholen, indem man die halt nochmal mit anderen Bäumen nochmal umsetzt. Es sieht natürlich nicht mehr so hübsch aus, das Ganze, kann ich verstehen. Ja, so wie jetzt zum Beispiel bei uns jetzt. Wir spielen das Ganze mittlerweile jetzt schon auf mittlerer Grafik, damit es halbwegs flüssig läuft. Sobald jetzt hier aber noch andere Verkehr mit dazukommt und alles sowas, ist natürlich Ende im Gelände. Ne? Dann merkt es dann halt auch Lotus, dass er dann auch irgendwann sagt, so nee, also jetzt kann ich nicht mehr.
So, zum Beispiel haben wir hier die ersten Sachen, was ich persönlich wirklich, versteht mich nicht falsch, ich bin von dem Addon jetzt positiv überrascht, begeistert, ich finde das gar nicht so schlecht, aber es gibt halt so kleinere Sachen, warum geht das jetzt schon wieder nicht, das ist wieder fantastisch. Und zwar haben wir hier zum Beispiel die Gleise. Das sind alles halt eigene Objekte und dadurch, dass das ja eine Spline ist, setzt er halt gefühlt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Objekte pro Seite. Also haben wir hier 16, jetzt können wir hochrechnen, 32, 64 und so weiter und so fort. Einzelne Objekte. Lotus ist natürlich, dadurch, dass es ja gerade noch Early Access ist und noch nicht so relativ zügig ist mit dem Laden und alles was, berechnet er natürlich diese ganzen Objekte mit. Das war bei Straßenbahn Forsthausen damals auch gewesen. Wer sich noch an direkt Mahlsdorf Süd erinnern kann, das war ja dieses Waldgebiet gewesen und da habe ich einfach so unglaublich viele Bäume reingeklatscht, bis zum geht nicht mehr, sodass es halt wirklich wie ein Wald aussah. Ja, aber darunter litt natürlich die Performance und es war dann teilweise genau an diesem Knackpunkt nicht mehr spielbar. Berichten zufolge war es dann schon so schlimm gewesen, dass man gesagt hat, so 5 bis 10 FPS pro Sekunde. Und das ist natürlich schon eine harte Nummer, so macht Spielen keinen Spaß. Gerade wenn du eine Simulation hast, die auch VR unterstützt, ja, also bei VR sagt man mindestens 90 FPS muss erreicht werden, damit das Ganze ein wunderschönes VR-Feeling hat. Alles, was da drunter ist, ist nicht mehr VR-ready, ja, also das bedeutet, das kommt zum Motion Sickness, ja, Motion Sickness ist da diese Übelkeit, die hervorgerufen wird, weil der Kopf nicht mehr so schnell mit hinterherkommt. Das ist, hat man so rausgefunden irgendwie, dieses Motion Sickness hat man soweit unter Kontrolle bekommen, dass man gesagt hat, man muss so zwischen 90 und 120 FPS liegen, damit das Gehirn das halt alles umsetzen kann, was da eigentlich passiert, was da halt ist. Und sobald du halt diese 90 FPS die Schwelle unterschreitest, hast du halt dieses gefühlte Ruckeln in der VR-Brille und dementsprechend kommt es zum Motion Sickness, weil du drehst dich, aber das Bild hackt hinterher und das macht der Kopf nicht mit und dadurch entsteht halt diese Übelkeit. So, jetzt haben wir ja, wie gesagt, jetzt hier an diesem kleinen Stück schon alleine hier über 64 Objekte. So, und jetzt schauen wir uns mal an. Schaut euch doch an, wie lang diese ganze Route hier schon dauert. Du hast also neben das, was alles noch ringsrum ist, ja, also die Häuser, die natürlich, die wir uns jetzt auch noch gleich angucken werden, hast du neben diesen Häusern diese ganzen einzelnen Objekte, die alle mitgeladen werden. Ich bin ja auch ein bisschen so im Objektbau, versuche ich ja auch so ein bisschen was zu machen. Habe ich eine Mauer gebaut und habe da oben so eine Spitzen reingemacht für meinen Friedhof. Und diese Spitzen habe ich halt alle komplett ausmodelliert. Also, dass du halt wirklich so richtige Spitzen hast als 3D-Objekt. Ich habe ein Spline gesetzt und siehe da, was ist passiert? Lotus ging gar nicht mehr. Also, das war halt zu heftig gewesen. Habe sie praktisch ausgetauscht mit nicht Giftbildern, PNG-Bildern. Ja, also hab mir dann so einen Zaun praktisch aus dem Internet besorgt, was denn so ein PNG-Bild und das anstelle dieser komischen Zäune raufgesetzt. Und siehe da, Lotus hatte damit keine Probleme mehr gehabt. Ist natürlich klar, es sieht zwar natürlich nicht so original hübsch aus, wenn es ein 3D-Objekt ist, weil es halt nur von einer Seite sichtbar ist, aber das schont die Performance und das ist es doch, worauf wir hier eigentlich hinaus wollen. Wenn man das jetzt hier zum Beispiel machen würde, ich würde garantieren, dass wir hier schon allein an diesem Stück hier, wenn das ausgetauscht wird, du hast eine Steigerung bis zum geht nicht mehr. Statt, 20, 30 FPS würdest du hier schon mit 40, 50 FPS rumrasen. Also das ist dann schon wieder eine ganz andere Sache. Zum Beispiel hier auch, ich meine, ich liebe es, wenn Objekte richtig schön ausdetailliert sind, aber hätten hier diese einzelnen Objekte hier sein müssen? Shell? Ja, also das ist zum Beispiel auch sowas, ja. Da hätte man doch einfach sowas als PNG ranklatschen können, fertig. Sieht natürlich nicht hübsch aus, ne? Aber es schont die Performance. Hier zum Beispiel das hier. Das ist ein PNG hier. Da kannst du nämlich durchgucken. Ich glaube, das war jetzt nicht, ist kein Objekt, oder? Nö. Das sehen wir, das ist so dünn, dass das halt einfach ein PNG-Bild ist. Du machst hier hinten halt das Ganze raus, sodass du halt durchgucken kannst und hast dann dementsprechend hier dein kleines PNG-Bild. Und sowas hätte man zum Beispiel bei den Gleisen machen können, sowas hätte man hier zum Beispiel bei einem Shell machen können oder auch hier diesen kleinen Krimskrams-Teil. Es ist ein Wunder, dass sie hier zum Beispiel nicht noch die Schläuche modelliert haben von der Tankstelle. Und ja, so, da geht es dann natürlich noch weiter. Ne? Wir haben hier zum Beispiel die Häuser, die eigentlich soweit, eigentlich relativ gut modelliert sind. Hier zum Beispiel auch.
Das meinte der, ne, sehen wir, es ist ja auch, es sind keine Objekte, das sind halt einfach nur gefühlt halt einfach diese PNG-Bilder, dass die Balkons natürlich ein bisschen rausgehoben sind, das ist in Ordnung, das sollte Lotus eigentlich in der Richtung nicht stören, ja, weil es ja halt alles ein Objekt ist, aber wenn es halt dann wirklich polygonreich gebaut ist, ja, dass du dann noch alles ringsrum und drum und dran siehst, dann macht es natürlich hier auch, hier oben zum Beispiel sehen wir es auch, warum macht man das nicht anstelle so, hier zum ist komplett ausmodelliert. Warum? Ja, warum macht man das hier nicht einfach hier oben wie die Bäume, hier das Ganze einfach als Bild praktisch reinprojizieren? Man guckt doch sowieso nicht so direkt auf die Häuser. Wenn man noch fährt, dann fährt man dran vorbei. Oder, was sehe ich hier hinten? Warum wurde hier hinten ein Zaun platziert? Ja, ich meine, sieht man den, wenn man jetzt hier von außen fährt? Nein, man sieht nichts. Also das ist zum Beispiel so ein Objekt, wo man dann so sagt, so, okay, jetzt hätte man hier, oh Gott, hier, Kinder, nee, Kingsgrad, Textilpflege, da alles, das sind alles, ne, jetzt ist das wahrscheinlich so ein Objekt, was zum Beispiel am Haus angehört, aber das sind alles so Sachen, die kann man wirklich da irgendwie gucken, dass man das so performance-günstig bauen könnte. Also, das ist mir halt so aufgefallen. Aber wie gesagt, jeder sieht das halt anders, ne. Keine Ahnung, was das hier für Mülltonnen sind. Das sieht auf jeden Fall sehr komisch aus. So, und dann haben wir hier die Bäume. Ich finde, Bäume sind halt, ja, dementsprechend gebaut. Hier haben wir schon relativ viele Bäume auf dem Haufen. Aber so im Groben und Ganzen, ja, sehen wir zum Beispiel auch die Oberleitung. Ja, die Oberleitung ist ja auch alles mit Spline. Und es, ich meine, versteht mich wirklich nicht falsch. Ich habe nichts gegen das Addon. Ich finde das extrem hübsch. Ja, das ist echt hübsch ausmodelliert, aber sowas. Ja, aber die Fragen halt, die man jetzt mittlerweile in den Kommentaren bekommt, die man so ringsrum hört, ist natürlich so, was ist los mit Tram München? Warum ist die Performance so unterirdisch? Ja, und hier, wenn man immer bedenkt, dass hier noch alles gar nicht drin ist, wie zum Beispiel die Straßenschilder. Es gibt hier keine Straßenschilder. Ja, das ist okay, habe ich jetzt persönlich da nicht rumzumängeln, aber die Autos hier, alter Falter. Ja, da kann man hier alles noch ein bisschen aufsparen. Hier, Commerzbank, hier, das ist halt immer alles als 3D-Objekte. Hier zum Beispiel, hier ist es zum Beispiel wieder gemacht worden, dass man hier wieder so diese PNG-Bilder hier drin hat, hier an dem Balkon. Ja. Das hätte man einfach überall machen müssen. Das sind alles so grundlegende Sachen, wo man definitiv Performance sparen kann. Ich guck mal jetzt gerade hier an der Uhr, die bewegt sich natürlich auch alles mit. Ja, das sieht hübsch aus, also vom Gebäude her. Ja, aber es ist halt alles schon relativ gut ausmodelliert, ausdetailliert. Also sieht schon schick aus. Ja, und aber hier überall, ne? Das, was man beim Vorbeifahren gar nicht sieht, ja, ist zum Beispiel auch schon wieder Kingsguard drin. Das scheinen schon wieder eigene Objekte zu sein, weil das, hier sehen wir hier, Kingsguard-Reinigung. Denn dieses Gebäude hat zum Beispiel ein ganz anderes. Also können wir hier auch schon wieder fast ausgehen, dass das hier schon wieder ein eigenes Objekt ist. Ja, also wieder mehr Objekte, die mitgeladen werden müssen. Und ja, so geht's natürlich weiter hier. Schaut euch hier den U-Bahn-Eingang an, ja, mit Rolltreppe schon ausmodelliert und hast du. Es sieht wirklich edel aus, ja. Aber guck mal, hier zum Beispiel sehen wir dann auch die Fahrräder, die stehen hier an den Häusern. Warum macht man das halt nicht einfach denn mit anderen Objekten so? Ja, das, ja, auch die Haltestellenhäuschen richtig schön ausmodelliert, also. Deswegen, also. Ich bin der Meinung, es ist wirklich ein hübsches Addon. Ich habe nichts gegen Tram München. Ich meine auch, dass ich halt auch starke Performance-Probleme habe mit der Karte, denn es ist auf keiner anderen Karte. Ist es so, dass ich hier, guck mal, er lädt jetzt erst nach, ist es so, dass ich die Grafik runterschrauben muss. Ich spiele halt nicht mehr auf Tue es nicht, sondern spiele es nur auf Höchste. Aber sobald ich Tram München starten möchte, muss ich leider runtergehen mit der Grafikeinstellung, weil das halt sonst nicht mehr machbar ist. Und wir hier eine Performance von, weißt du, was ich habe, ne? So, jetzt machen wir mal kurz warten, bis er hier natürlich nachlädt. Wir sind jetzt natürlich durch die ganze Karte gescrollt, jetzt hier fast, um mal hier so ein paar Eckpunkte hier zu finden, was natürlich Problem an der Sache ist. Aber ihr könnt ja gerne mal eure Meinung so in die Kommentare posten. Ja, hat der Bio überhaupt keine Ahnung oder soll lieber die Klappe halten? Oder seht ihr das zum Beispiel da auch genauso, so wie wir das jetzt gerade mal so abgedeckt haben? Dann schreibt das doch mal in die Kommentare. Vielleicht habt ihr ja noch zum Beispiel Objekte gesehen, die ja jetzt nicht so geil sind, weil die doch an der Performance sind. Dann, wie gesagt, nutzt dort die Kommentarfunktion. Aber das sind halt alles so Sachen, die mir halt schon beim allerersten Mal spielen aufgefallen sind. Und
Ich meine, versteht mich nicht falsch, es sieht hübsch aus. Ich finde es wirklich hübsch. Aber zu Zeiten, wie aktuell der Lotus-Simulator noch im Early Access ist, muss man halt ein bisschen mit der Performance hantieren. Und das sollte auch ViewApp unbedingt machen. Ja, dann kamen irgendwie 2, 3 Repaints raus, die halt, ja, eigentlich nichts groß Besonderes waren. Und hat sich dann jemand hier rangesetzt praktisch und hat hier dieses Repaint dazu gebastelt, ja, mit ViewSchrott, dazu nochmal einen kleinen Text, ja, warum man das Ganze halt gemacht hat. Ja, wahrscheinlich ein bisschen verärgert über die Repaints, wahrscheinlich verärgert über komplett Tram München halt einfach, und dann ist der Frustmoment da und dann, ja, macht man so manchmal solche Sachen. Aber auch da könnt ihr gerne mal in die Kommentare posten. War es jetzt vielleicht ein bisschen zu heftig gewesen, wie der Modder jetzt da rangegangen ist. Deswegen, ich lasse es mal auch mit dem Namen diesmal weg, weil sonst benenne ich ja alle. Aber hier ist es halt wirklich so eine Sache. Ich weiß ja nicht mal, ob ViewApp davon überhaupt Bescheid weiß. Wahrscheinlich schon. Die werden da hoffentlich da auch so ein bisschen up to date sein und werden das Ganze sich ja so ein bisschen anschauen. Also von daher, wie gesagt, und ihr seht das halt wirklich, das sind alles halt einzelne Objekte. Und das ist halt natürlich, irgendwo muss man Performance sparen. Und dann sind es wahrscheinlich, sind es die Gleise, wo sie die Performance rausholen müssen. Ja. Aber wie gesagt, was weiß ich schon, ich habe ja keine Ahnung. Und ich wollte da hier auch nur mal meinen Senf dazugeben, ne? Wisst ihr ja Bescheid. Zum Beispiel sowas passiert dann gar nicht mehr, dass dann hier die Gleise zum Beispiel gar nicht mitgeladen werden hier. Das ist schon, und das ist halt schon mittlere Grafikeinstellung. Da sollte sowas alles halt einfach nicht mehr passieren. Jetzt hat er mitgeladen und jetzt ist er da und so, und wenn dann halt noch zum Beispiel Sachen dazukommen, wie zum Beispiel der KI-Verkehr, wenn es dann halt weitergeht mit Fahrbahnen, Vehicles, richtige Fahrpläne, du hast noch Kollegen hier auf der Strecke und so weiter und so fort, ja, dann sieht das eigentlich gar nicht mal so rosig aus hier in Tram München, wenn das Ganze jetzt schon so extrem heftig ist. Also da muss man leider sagen, da muss Tram München leider, also ViewApp muss leider selber jetzt Hand anlegen an seinem Projekt und muss das Ganze performant schonender bauen. Ich weiß, es ist ärgerlich, wenn du halt so viel gebaut hast. Ich, wie gesagt, Straßenbahn Forsthausen, ich kann davon ein Lied singen. Ich musste auch viel Kritik ertragen mit Straßenbahn Forsthausen, weil die Performance halt so heftig war. Bei mir waren es allerdings nur Bäume, ja, die ich ersetzen musste oder die ich entfernen musste und so ein bisschen ein paar Dekoartikel. Aber hier sind es natürlich komplette Gleise, die hier zum Beispiel eigentlich ausgetauscht werden müssen. Aber auch das ist ja mittlerweile im Editor relativ einfach. Du kannst ja einfach austauschen und dann sollte das Ganze funktionieren. Leider, zum Beispiel ist es ja nicht mehr so wie bei OMSI zum Beispiel, dass man jetzt sagen könnte, okay, ja, denn wenn das ViewApp nicht macht, dann mache ich das selbst, ja, geht in den Karteneditor und tauscht zum Beispiel die Gleise aus. Geht nicht mehr, weil das Ganze ja geschützt ist, was ja okay ist, was ich von Seiten die Entscheidung von Lotus daher verstehen kann. Dass das dementsprechend dieser Content für andere gesperrt ist, um da nicht mehr weiterzubauen. Aber Problem an der Sache ist, das kann denn jetzt nur ViewApp beheben. Ne? Das kann nicht die Community machen oder sowas. Das ist jetzt so eine Sache, die dementsprechend nur ViewApp beheben kann. Aber naja. Die Fahrt haben wir ja eigentlich ja schon so gesehen. Mir ging es halt wirklich nur um das Repaint. Mir ging das Ganze mal um so mal zu gucken, ja, wo hapert es denn, wo sind denn die Performance-Probleme. Wie gesagt, an sich ist das wirklich ein tolles Add-on. Ja. Jetzt muss aber mehr passieren dementsprechend. Jetzt muss gezeigt werden, so okay, wir machen es, ja, wir müssen da jetzt auf jeden Fall die Performance verbessern, dass es halt besser spielbar ist. Weil an dem Multiplayer liegt es ja halt nicht. Wir sehen es ja an Koblenz. Koblenz ist jetzt nicht groß ausgebaut. Klar, da fehlt auch noch viel. So von den ganzen Dekoartikeln her hast du auch noch nicht so viel dabei. Das muss man da halt fairerweise sagen. Und hier hast du halt eine voll ausgebaute Strecke. Da ja, sieht man das halt Ganze. Wie das nachher, wie zum Beispiel bei Koblenz aussieht, das weiß man ja auch noch nicht.
oder bei den zukünftigen anderen Karten. Also von daher kann man jetzt nicht sagen, 100% ist der Multiplayer schuld, dass die Performance runtergeht. Aber auf der Diorama an sich, ja, was jetzt auch jetzt nicht schwer ist im Kreisfahren oder so, hat man ja dementsprechend ja nicht so eine heftigen, ich sag mal, Ruckler drin, Aussetzer drin oder sowas. Und das ist natürlich auch von System zu System wieder unterschiedlich, ja. Aber ich bin der Meinung, dass man mit einer GTX doch deutlich mehr reißen kann, als hier diese 30 FPS hier in Tram München. Aber naja, das nur mal so von meiner Seite, um das Ganze mal so ein bisschen den Standpunkt zu festigen. Wie gesagt, ich kann absolut alle Seiten verstehen, die dann wirklich dann so sagen, ja, du bist schuld. Ja, es ist natürlich mega schwer, ne? Der Spieler ist schuld, weil sein System vielleicht zu schlecht ist. Ja, der Entwickler sagt, nö, wenn ihr eure Addons nicht so baut wie wir, dann habt ihr halt Pech, ne? Dann läuft es natürlich auch nicht ruckelfrei und ViewApp sagt sich dann, nö, ihr könnt doch zum Beispiel meins an euch anpassen und so weiter und so fort. Das ist halt wie so eine Verkettung, die wahrscheinlich nie enden wird. Ja. Da schiebt sich denn der eine den anderen Peter zu und und das ist natürlich auch nicht Sinn der Sache, ne? Die Community sollte schon mit dem Entwickler schon arbeiten können und so weiter, ne? Also es ist schon ein wichtiger Fakt eigentlich, so von dem Großen und Ganzen. Aber das halt mal so gesagt zu dem Repaint hier mit View-Schrott. Da könnt ihr, wie gesagt, euch jetzt mal austoben. Vielleicht sagt ihr jetzt so totaler Humbug, den ich hier erzähle, oder könnt mir da leider befürworten, könnt da wirklich sagen, so, das stimmt schon und hier kann man noch Performance sparen und hier und da. Zum Beispiel auch, man hat es zum Beispiel schon gesehen, dass zum Beispiel, wenn Häuser zu hohe aufgelöst sind zum Beispiel, ja, wenn es zum Beispiel 8K-Texturen sind oder sowas und du hast davon 8 Häuser nebeneinander stehen, alle mit 8K-Texturen, kann das dementsprechend halt auch schon eine Simulation in die Knie zwingen. Was ich zum Beispiel auch gerne getestet hätte, wäre Tram München mit schön Virtual Reality im Multiplayer. Brauche ich gar nicht probieren. Wenn die Performance jetzt halt schon so ist, dann weiß ich ganz genau, da mache ich eine Fahrt und dann war es das, weil mein Kopf nicht mitmacht. Weil der Kopf dort nicht mitmacht. So, allerdings brauchen wir jetzt so, wir brauchen noch ein Bild für unser YouTube-Thumbnail und dann könnt ihr gerne mal eure Meinung mal hier in die Kommentare posten. Was haltet ihr, wie gesagt, von der ganzen Thematik rund um ViewApp, oder seid ihr doch zufrieden mit dem Addon und so weiter und so fort? Was zum Beispiel stört euch eher? Dann, wie gesagt, nutzt die Kommentarfunktion. Wie gesagt, ich selbst habe jetzt keine Probleme. Ich selbst gehe davon einfach aus, dass das Ganze noch Early Access ist und dass es von daher noch nicht alles so rund läuft, wie es wahrscheinlich sich der ein oder andere wünscht. Und da einfach wieder sagen kann, Leute, abwarten, bis das Ganze fertig ist und dann schauen wir mal weiter. Dann kann man weiter hier uns hinsetzen und uns über die Thematiken, über die Performance zum Beispiel noch unterhalten. Denn wie gesagt, ich habe das schon so oft wiederholt und so oft gesagt, dass Performance eines der letzten Schritte ist, die eigentlich in der Entwicklung stattfinden. Sei es beim Spiel, sei es im DLC, Addon oder sonstiges. Das kommt einfach mit der Zeit dann halt einfach, dass man da dementsprechend noch
das ein oder andere da zum Beispiel fixen kann. Aber wie gesagt, jetzt am Anfang ist natürlich, viele haben sich gefreut, erstes offizielles DLC und dann kam ein großes Update raus mit der neuen Linie und ja, die Stimmung ist schon wirklich sehr grenzwertig, finde ich persönlich. Also ich bekomme einiges mit und ich will jetzt hier, wie gesagt, nichts benennen oder sowas, will jetzt gar nicht so groß auf die Thematiken eingehen, die hier so besprochen werden. Mir war halt jetzt mal wichtig, mal jetzt hier mal kurz festzuhalten, wie ich den Stand der Dinge sehe, wie ich mich, also wie aktuell so meine Lage ist, wo man halt persönlich von meiner Seite zum Beispiel noch ein bisschen Performance wahrscheinlich rausholen könnte. Wie gesagt, das hat jetzt nichts mit VUE-App zu tun, das hat nichts mit Lotus zu tun oder mit der Community. Das ist wirklich so meine Einschätzung. Wenn ich jetzt der Map-Ersteller wäre von Drammen München, wo sehe ich Potenzial, was man hier noch zum Beispiel verbessern könnte, um die Performance rauszuholen? Wie gesagt, da sind Map-Bauer so unter sich. Und damit endet die Folge auch schon. Wie gesagt, das war halt nur mal so ein kleiner Einblick von mir. Wir sehen uns hoffentlich zum nächsten Part wieder, wenn es weitergeht. Schau mal im Multiplayer. Ich habe mal Bock drauf, mal das Ganze mal mit VR zu spielen, mit 8 Leuten oder sowas. Das könnte mal nochmal interessant werden. Oder wir schauen hier nochmal uns eine neue Strecke an. Da bin ich gespannt drauf. Ich hoffe, ihr auch. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Damit verabschiede ich mich. Wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.